Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Counter Zero an. Dieser hat über Jochen Schweizer geschrieben, welchen er mit 4,8 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Jochen Schweizer Review. Jochen Schweizer im Test. Fallschirmspringen, Luxus-Wellness-Tage genießen oder einen knallig orangenen Lamborghini eigengesteuert über die Straßen donnern. Wer will das nicht? Für abenteuerlustige Menschen wie mich lassen die oben genannten Erfahrungen direkt das Herz höher schlagen und die Augen aufleuchten. Mit dem Partner, der Familie oder allein. Immer will man etwas unvergesslich Tolles erleben und genau dort verspricht Jochen Schweizer mit seinem Service, das zu bieten, was wir Aktiven wirklich begehren. Kann Jochen Schweizer seinen Versprechen gerecht werden oder sind wir bei MyDays besser aufgehoben? Ich habe einige der Angebote getestet und meine Erfahrungen mit Jochen Schweizer gesammelt. Ist es wirklich so toll und begehrenswert oder findet man doch anderswo bessere Erlebnisse? Jochen Schweizer, ein Mann der Taten? Am 23. Juni 1957 ist Jochen Schweizer in Ettlingen geboren. Der heute 60-Jährige hat sich als ein bekannter deutscher Unternehmer durchgesetzt, aber hat aufgrund seiner Karriere als Stuntman, Motivationsredner, Buchautor und sogar Weltrekordhaltender an Popularität gewonnen. Dass Jochen Schweizer ein sehr lebhafter und erfahrener Mensch ist, wird klar, wenn man seinen Lebenslauf genauer unter die Lupe nimmt. Nach dem Absolvieren des Abiturs in Heidelberg verließ der junge Schweizer Deutschland, um auf einem Motorrad durch Afrika zu reisen. Nach diesem Erlebnis lernte er Logistiker und arbeitete für die GTZ, also die Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit, in Westafrika, in dem er Transporte durchgeführt hat. Daraufhin wurde er Geschäftsführer seines eigenen Unternehmens in München. Seit den 80ern wurde er auch als Stuntman tätig, wobei er vor allem durch die Bungee-Sprünge in Actionfilmen Feuer, Eis und Dynamit von Willy Bongers einen Durchbruch in der Filmszene feierte. Als ob das nicht genug sei, stellte Jochen Schweizer mehrere Weltrekorde auf. Wobei einer seiner berühmtesten der Bungee-Sprung aus einem Helikopter mit dem bis dahin längsten Seil der längsten Fallhöhe von beeindruckenden 1050 Metern in 1997 für Begeisterung unter seinen Anhängern sorgte. Jochen Schweizer, ein Mann, der weiß, wovon er spricht. All diese bemerkenswerten Erfahrungen machen Schweizer ohne jeden Zweifel zu einem Mann, der weiß, was Abenteuer und Adrenalin bedeutet. Mit seinem Unternehmen Kajak Sports Productions eröffnete er außerdem die erste Bungee-Anlage in Deutschland, welche noch heute in Betrieb ist und damit die älteste noch laufende in ganz Europa. Unternehmer und Actionheld zugleich? Es ist bereits klar, dass Jochen Schweizer das Adrenalin im Blute liegt. Doch woher kommt sein Wirtschaftssinn, der zur Gründung vom gleichnamigen Unternehmen Jochen Schweizer führte? Bereits 1985 ist er Gründer und Leiter seiner Eventagentur Kajak Sports Productions, welche in Deutschland und später auch Österreich vor allem Bungee-Anlagen betrieb. Durch die Firma wurden viele Outdoor-Aktivitäten vermarktet, was auch heute noch der Fall ist. Aufgrund eines tragischen Todesfalles an einer der Bungee-Sprungstellen in 2003 litt das Unternehmen wirtschaftlich stark. Jedoch führte der Unfall zu einer Optimierung der Sicherheitsvorkehrungen an den Seilen und Schweizers Firma konnte sich wieder von der Krise erholen. Seit 2004 verkaufen sie Erlebnisgutscheine im Internet. Daraufhin wurden auch Filialen in ganz Deutschland eröffnet. In 2015 bot das 500 Mitarbeiter starke Marketingunternehmen über 1900 Erlebnisse an und hatte einen Jahresumsatz von über 70 Millionen Euro zu verzeichnen. 2017 eröffnete Jochen Schweizer die Jochen Schweizer Arena in München, welche den Besuchern eine unvergessliche Erfahrung bieten soll. Neben einem Kletterwald beinhaltet der umfangreiche Indoor-Komplex auch eine Surfinganlage und ein Windsystem, das Indoor-Skydiving ermöglicht. Jochen Schweizer Angebote. Was für Erlebnisse werden geboten? Auf der Jochen Schweizer Webseite, als auch in den Filialen, kann man Gutscheine für Erlebnisse und Erfahrungen aller Art erhalten. Die Kategorien beinhalten unter anderem Fliegen und Fallen, Motorpower, Lifestyle, Erlebnisse mit Tieren und Reisen. Ab 150 Euro kann man bereits einen Fallschirmsprung durchführen oder einen Ferrari auf der Rennstrecke fahren. Auch Fahrten mit Panzern und schwerem Kriegsgerät werden angeboten. Für besonders waghalsige wird sogar Haitauchen in Kapstadt angeboten. Man kann aber auch einen MiG-15 Kampfjet selber fliegen. Mit Jochen Schweizer kein Problem. Einer meiner persönlichen Favoriten ist die Kategorie außergewöhnliche Hotels, wobei man auf tatsächlich sehr eigenartige Objekte trifft. Ein Kurzurlaub auf einem Hausboot, eine Übernachtung im Weinfass, in Iglus oder in einem Bunker sind bei Jochen Schweizer an der Tagesordnung. Bei so viel Auswahl ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei und die Erlebnisgutscheine eignen sich auch perfekt als Geschenke für Sie, ihn, als auch für Kinder und Senioren. Allein vom Durchlesen der zahllosen Angebote bekommt man direkt Lust darauf, sich Hals über Kopf ins nächste Erlebnis zu stürzen. Mein Jochen Schweizer Test, meine Jochen Schweizer Erlebnisse im Review.
Ich selbst bin immer für eine abenteuerliche Aktion zu haben und deshalb habe ich schon seit einer langen Zeit ein Auge auf Jochen Schweizer und die Vielzahl an Angeboten geworfen. Endlich hatte ich dann die Gelegenheiten, einen Fallschirmsprung mit Jochen Schweizer zu buchen. Der Sprung fand im Most, also Tschechien, statt. Für günstige 180 Euro war der adrenalinreiche Tandemsprung aus beeindruckenden 4300 Metern Höhe eine der besten Erfahrungen, die ich bis jetzt in meinem Leben machen durfte. Die Buchung und Bezahlung liefen einwandfrei ab und die Leute in Most waren sehr nett und hilfreich. Das Erlebnis ohne Zweifel maßlos beeindruckend. Etwas später haben wir meinen Onkel zum Geburtstag eine Fahrt im Schützenpanzer geschenkt. Für rund 200 Euro hatte er ein unvergessliches Erlebnis und massenhaft Spaß beim Herumspielen mit dem exotischen Fahrzeug. In naher Zukunft plane ich, an einer Quad-Offroad-Tour mit meinem Bruder teilzunehmen und bin mir sicher, weiterhin dieselben guten Erfahrungen mit Jochen Schweizer und den Erlebnisurlaub machen zu können wie bisher. Wie bereits erwähnt, hatte ich bis jetzt keine Probleme mit Jochen Schweizer und alles verlief reibungslos und wie gewünscht. Ich genieße es, durch die zahlreichen Angebote zu stöbern und staune oft auf die vergleichsweise zum Teil recht günstigen Preise, wobei es doch auch ab und zu sehr teure Optionen gibt, jedoch ist das nicht die Regel. Jochen Schweizer Review, mein Fazit. Bis jetzt war ich sehr zufrieden mit dem Service, der Vielfalt und den positiven Erfahrungen, die ich mit Jochen Schweizer machen durfte. Deshalb werde ich weiter seine Seite durchsuchen, um außergewöhnliche Erfahrungen zu sammeln. Denn darum geht es doch im Leben. Schöne Dinge erleben. Empfehlen kann ich Jochen Schweizer jeden, der gerne auf Abenteuer eingeht oder nach einem Geschenk der besonderen Art sucht. Die einfache Handhabung der Seite und die Angebote lassen tatsächlich kaum etwas zu wünschen übrig. Also nichts wie los und auf Abenteuersuche gehen. Es wird sich lohnen. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.